Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben an allem etwas auszusetzen. Die stört sogar im wahrsten Sinne des Wortes die Muck an der Wand. Im Schwäbischen nennt man diese Menschen auch Brudler. Und wir begrüßen jetzt live bei uns auf der Bühne unseren Kalle Brudler. Ja, wir sind rechte Schwaber und schwätzen über die Leute. Also ich schon besonders, ich bin ja quasi das schwätzende Amtsblättli. Ich möchte mir auch kurz vorstellen, mein Name ist Kalle Brudler. Und bei mir ist vor allem mein Name Programm, ich meine, ich sage das halt einfach so, damit ihr es auch wisst. Also im Prinzip bin ich einer, der Meinungen von den anderen immer akzeptiert. Das heißt im Klartext, wenn zu mir einer kommt und seine Meinung sagt, dann geht er mit meiner Meinung wieder heim. Ja, bei uns im Land, da klafft ja ein richtiger Look zwischen Arm und Reich. Also im Prinzip wie da hinten im Saal. Da haben wir ja auch drei Schichten. Da vorne haben wir die Oberschicht. Da kommt die ganz breite Mittelschicht. Und ganz hinten, da ist Technik. Aber, liebes Publikum, es ist halt einmal wieder so. Die einen haben wieder dahinter ihre Karte und da vorne sind auch wieder die gleichen Gesichter. Aber sind froh, dass ihr dahinter ihre Plätze habt. Ich sehe ja, wer da vorne hockt. Und weil ich so ein Sturkopf bin, habe ich auch noch kein Weib gefunden. Probiert habe es, aber es hat halt nicht funktioniert. Deswegen tue ich jetzt Paar schieben. Und da habe ich noch gleich bei so einem Blind Date mitgemacht. Wisst ihr, da wo sich Dingel so gegenüber sitzen, alle 10 Minuten kriegst du einen anderen. Und dann hat schon der Zweite, wo ich gekriegt habe, zu mir gesagt, du bist so schön. Und wenn du jetzt noch geil wärst. Nein, ich zu der gesagt, wäre das geil, wenn du schön wärst. Mit einer anderen, wenn ich dann einmal richtig romantisch essen wäre. Ein Wahnsinn, ein Candlelight-Dinner. Würde wissen, wo? Soll ich es euch wirklich sagen? Okay, es war der Klassiker. Ein Hamburger mit Pommes bei Maggis. Anschließend sind wir noch zu mir heimgegangen. Und dann seid ihr zwischen dir und Anni zu mir, flüster mir mal was ganz Dreckiges ins Ohr. Dann habe ich gesagt, Küche und Bad, aber ganz dringend. Nach all deinen Dates habe ich festgestellt, du brauchst eine Frau, die super aussieht. Die Klasse Kocherka und der granatische im Bett. Einzige Problem dabei ist, die drei dürfen sich nie kennenlernen. Neulich wollte ich mal kochen. Ein Zigeunerschnitzel wollte ich machen. Oh, halt. Das darfst du ja nicht mehr sagen. Das heißt, deine Wirtschaft hat jetzt schon Pusta-Schnitzel. Beim Bäcker darfst du keinen Mohrenkopf mehr bestellen. Was mich wundert, dass man noch warme Berliner sagen darf. Also, ich würde ja sagen, an diesem Beispiel sieht man am besten, dass die Gutmensch-Politiker irgendwo ein bisschen daneben sind. Sie sollten sich eigentlich mehr um die Realität kümmern. Wir haben eine Hungersnot auf der Welt bei den Kindern und darum könnte man sich eigentlich kümmern. Aber man sieht natürlich auch an dem Beispiel, wo wir den größten Fachkräftemangel haben in der Politik.
Ja, und die Politkreise, die geben sich ja Woche für Woche Klinger bei den Fernseh-Talkshows in die Hand. Die Woche habe ich auch mal wieder das Maibrittle angeguckt. Und da war der Christian Lindner da von der FDP. Mann, hat der gut ausgesehen ohne Bart. Dann habe ich aber genau nachgeguckt, mein Brille aufgesetzt. Das war ja der AKK, der Pumugel aus dem Saarland. Im November haben wir ja 30 Jahre Mauerfall gehabt. Aber selbst nach der langen Zeit kennen viele Leute immer noch den Unterschied zwischen der DDR und der BRD. Also in der DDR, da haben 80% von den Leuten gewusst, dass sie verarscht werden. Im Westenmarkt haben 80% immer noch nichts davon. Liebe Handy-User, Instagrammer, Twitterer und WhatsApper, legen mal euer Ding jetzt einfach auf die Seite. Bei uns im Ländle, da gibt es so viele und gute soziale Netzwerke. Wir haben Vesper- und Bäserwirtschaften. Wir haben Weih- und Bierkneipen. Und da gibt es kein Facebook, da gibt es Facebook. Da guckt man im Eurer oder der anderen noch ins Gesicht rein. Der Account heißt da Stammtisch. Und das Passwort ist ein gescheites Viertele. Und da kann man sich einen Leberkäse oder einen Wurstsalat sofort runterladen. Und wenn sich dann am Abend der Beziehungsstatus von Single in Verliebt ändert, dann kann man gerade mal schön heimgehen und sich einmal liken. Und das Highlight ist dann, wenn nachts im Bett die Zwiebel vom Wurstsalat noch ein Update macht. Puh, jetzt wird es langsam wieder recht warm, der Hobo auf der Bühne. Das erinnert mich so ein bisschen an den letzten Sommer. Da bin ich auch mal unterwegs gewesen, bin bei uns als Kirchenbiegelin aufgelaufen. Da sehe ich wieder so ein kleiner Kerl, der die ganze Zeit hinter aus dem Pfarr herläuft. Bis sich der umgedreht hat und den Kerl gefragt hat, sag mal, warum laufst du die ganze Zeit hinter mir drei? Dann sagt er zu unserem Don Camillo, Herr Pfarrer, das ist halt das schattigste Plätzle im ganzen Städtli. Bildungsnotstand in Deutschland, ein Riesenthema. Also wenn du das Abitur auf jeden Fall bestanden willst, dann machst du in Sachsen. Weil das ist ungefähr vergleichbar mit der 100-Euro-Frage beim Günter Jauch. Ja, die Sachsen werben da mit dem Slogan, willst du, dass deine Bildungsträume in den Himmel wachsen, dann mach Abitur in Sachsen. Ich habe da angerufen auf der Schule. Ich habe das Fräulein gefragt, was die Schule so kostet hat. Dann sagt sie zu mir, nie monatlich 300 Euro VOB. Dann sage ich, Verhandlungsbasis, seid ihr neuer Festpreis. Also bei uns fehlen ja Tausende von Lehrern. Die Hauptschule macht Abschluss zwischen 3,0 und 3,4. Ich meine, da macht ja die Antwort von so einem kleinen Kerl richtig Sinn, denn der ist gefragt worden, was ist die Hälfte von 7? Dann sagt er glatt 6,5. Ich meine, die Antwort ist ja auch kein Wunder, wenn man überlegt, dass unsere Lehrer ja auch bloß ein bisschen mehr mit der Hälfte im Jahr schaffen. Da muss ja die Hälfte von 7,5 sein. Wobei ein guter Freund von mir, auch ein Schulmeister, zu mir gesagt hat, ein Lehrer hat keine Ferien. Ein Lehrer hat unterrichtsfreie Zeit. Ich denke, mit dem Spruch sind sämtliche Klarheiten beseitigt. Da ist auch ein Bub von der Schule heimgekommen und sagt zu seinem Vater, du Baba, wir haben jetzt Staatsbürgerkunde. Kannst du mir erklären, was Politik ist? Dann sagt er, ja klar kann ich dir das erklären. Pass auf, ich gehe schaffen und bringe das Geld heim. Ich bin also quasi das Kapital. Deine Mutter, die passt aufs Geld auf, tut es verwalten und gibt es auch aus. Deine Mutter ist also die Regierung. Der Opa, der passt auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht, der ist die Gewerkschaft. Und Agnieszka, unser Hausmädchen aus Polen, das ist die Arbeiterklasse. Und für wen machen wir das alles? Für die, mein Bruder, denn du bist das Volk und dein kleiner Bruder, der noch in den Wendeln liegt, das ist die Zukunft. Hast du das verstanden? Dann sagt der Kerle, ja schon, aber ich muss noch eine Nacht drüber schlafen. Nachts wacht er auf, weil sein kleiner Bruder Gott allmächtig schreit, weil er in die Wendeln gemacht hat. Also geht er zu seinen Eltern ins Schlafzimmer,
Da liegt aber bloß seine Mutter drin und die schnarcht und schlaft so fest, die kriegt der Geit wach. Dann geht er zu Agnieszka. Dui aber fummelt mit seinem Vater im Bett rum und der Großvater guckt draußen vom Fenster noch zu. Der Bub ist total frustriert und geht wieder ins Bett. Am nächsten Morgen sagt sein Vater, hast du jetzt begriffen, was Politik ist? Dann sagt er, und ob ich das begriffen habe. Das Kapital missbraucht die Arbeiterklasse. Die Gewerkschaft guckt zu, die Regierung schläft und unser Volk wird ignoriert und unsere Zukunft liegt im wahrsten Sinne des Wortes in der Scheiße. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Kalle Brudler, ich darf Ihnen vorstellen, Fertigkehrer vom Kulturring hier aus Dötzdorf. Ein herzliches Dankeschön und auf dich ein dreifach kräftiges Brudler. Hello, Ferdi, hello, Dötzdorf, hello. Und einen Ausmarsch bitte.